Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück in Steinheim, wo wir gerade die vielen schönen Lebensmittel sehen, die kürzlich in die Stadt gekommen sind, um unsere Bürger zu beglücken, auf dass sie, ja, auf dass sie dick werden und sich vermehren, damit die Stadt wächst. Nicht nur der einzelne Bürger soll wachsen, sondern auch die Stadt als Ganzes. Das ist eines unserer Ziele. Natürlich wollen wir auch die anderen Städte nach und nach beglücken mit den Möglichkeiten und den Vorteilen so eines tollen Verkehrsunternehmens, wie wir es hier führen. Bevor wir mit diesem großen Plan weitermachen, ein, zwei unserer torische Hinweise. Und zwar ist dies, wenn ich richtig jetzt gezählt habe, die 8. Folge am Stück seit Start dieses Let's Plays täglich. Und ich freue mich wahnsinnig, dass so viele von euch Freude daran haben. Ich habe nämlich auch große Freude daran. Mir macht das Spaß und ich freue mich auf jeden Fall, das Ganze fortzusetzen. Allerdings ist es so, dass das Let's Play jetzt Teil meines normalen Staffelrhythmus werden wird. Das bedeutet, dass es sich abwechselt mit einem anderen Let's Play. Das ist aktuell Millennia. Die beiden kommen immer im Wechsel. Und das wiederum bedeutet, dass es jetzt erstmal eine Woche pausiert, bevor es weitergeht mit der nächsten Staffel. Das wird vielleicht den einen oder anderen jetzt entsetzen, der das System noch nicht kennt. Kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, wenn man das hier sehr, sehr gerne mag und das andere eher nicht. Aber es hat gute Gründe, warum ich das so mache. Ich habe das mal in einem Video ausführlich erläutert. Den Link dorthin findet ihr in der Videobeschreibung, falls euch das interessiert. In jedem Fall gibt es einen Programmkalender. Auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung, wo ihr immer nachschauen könnt, wann es denn wieder weitergeht, wie da genau die Planung ist. Ich kann euch aber versichern, das wird hier nicht abgebrochen oder beendet. Ich habe, wie gesagt, große Lust, das Ganze fortzusetzen. Mein Ziel ist es ja, auf jeden Fall in die Gegenwart zu spielen und möglichst alle Städte anzuschließen und möglichst auch ideal zu versorgen. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Also wir werden hier noch lange Freude daran haben. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, das Thema der Benennung der anderen Orte. Hatte ich ja schon mal so gefragt. Und ich habe inzwischen aber einen sehr schönen Vorschlag gelesen, den ich eigentlich unterstützen möchte. Und zwar, dass wir, also ich will immer die Orte umbenennen, die wir quasi an unser Netz angeschlossen haben. Und dass wir aber dort Ortsnamen finden, die immer irgendwas mit Stein im entferntesten Sinne zu tun haben. Ne, also, was weiß ich, Kiesel, Geröll, Fels, so im weitesten Sinne irgendwas. Und da könnt ihr gerne Vorschläge machen. Oberotterbach wäre der erste Ort, den ich umbenennen möchte und Hochdonn der zweite. Das werde ich dann in der nächsten Staffel tun. Ihr könnt gerne auch Daumen hoch machen bei Vorschlägen, die euch gut gefallen. Ich werde dann irgendwann die letztgültige Entscheidung treffen. Damit müsst ihr dann leben. Aber das finde ich ganz witzig. Das ist dann symbolisch, wird dann deutlich, wie der Einfluss der Steinheimer Wachstums AG sich immer weiter ausbreitet. Wird dann auch an den Städtenamen erkennbar. So, das dazu. So, jetzt muss ich aber erstmal wieder zurückkehren hier zu unseren eigentlichen Problemen und Themen. Wir haben schon wieder eine Million, meine Güte. Da kann ich gleich mal erstmal kurz ein bisschen wieder was zurückzahlen, um in der Zwischenzeit was zu sparen. Ich will mich, bevor ich mich mit den nächsten ausgedehnten Plänen beschäftige, nochmal mit dem Thema der Emission befassen. So, wir hatten ja hier das angepasst, die Wartung, und wir sehen inzwischen, die Gewinne gehen doch deutlich runter. Das gefällt mir eigentlich irgendwie nicht. Ich glaube, ich werde das tatsächlich jetzt ersetzen. Also wir werden das Geld ausgeben. Ich werde das hier wieder verändern. Und wir werden sämtliche Straßenfahrzeuge gleichwertig. Ach, schaut mal, jetzt ist der Zustand sehr gut. Geht der denn sofort auf sehr schlecht, wenn ich... Halt, der Unterhalt ist ja immer noch sehr hoch. Ah, ich habe es nicht angewendet. Ist die Frage, ob er denn sofort auf schlecht geht oder kann man ihn auf diese Art und Weise austricksen? Im Moment wäre wahrscheinlich der Austausch jetzt noch nicht nötig. Okay, beobachten wir das auch nochmal ein bisschen. Das mache ich dann auf der anderen Linie auch noch. Ne, das war die, ne? Das ist hier die andere Linie. K2, da hatte ich das ja auch irgendwie eingestellt. Zustand sehr gut. Verändern wir es mal auf normal anwenden. Mal gucken, wie lange das dauert. So, aber das Ganze betrifft nicht nur die Pferdewagen, sondern zum Beispiel auch hier
diesen Passagierzug. Zug 1, Details, wir sehen Zustand sehr schlecht. Sehen wir hier die Emissionsausstoß. Ja, 85, das ist glaube ich sehr, sehr hoch. Man kann sich das auch ganz konkret anschauen. Nicht nur der Durchschnittswert, sondern auch der aktuelle Emissionswert. So, das ist also die Emission dieses Zuges. Und ja, wenn er hier reinfährt oder drüben im Oberotterbach, wie die Stadt jetzt noch heißt, reinfährt, dann betrifft das natürlich enorm die Wohnhäuser und führt dann wahrscheinlich unter anderem dazu, dass wir hier -20% haben. Interessanterweise haben wir hier auch bei den Stationen Abzüge. Aber das verstehe ich nicht ganz, weil ich sehe jetzt hier eigentlich keine großen Überfüllungen. Stationsstatistik. Steinheim. Ah, das Problem scheint die Industriestraße zu sein. Da stehen jetzt schon 92 Leute. Auf beiden Seiten jetzt. Was soll man da bloß machen? Naja, wir könnten einfach natürlich mehr Postkutschen einsetzen, ist klar. Die Frage ist, das würde ich dann einfach nur machen, um ein bisschen mehr von den Leuten da von der Straße zu bekommen, weil ich glaube, rentabel ist das nicht großartig, weil wir dann immer die Rücktouren teilweise leer haben. Aber okay, das machen wir auch, ja. Alles klar. Das ist unschön, wenn wir deswegen hier -10% kommen. Das gefällt mir nicht. Wie auch immer, haben wir jetzt mehrere Sachen zu tun. Also, ich war nochmal beim Zug. Den würde ich sowieso gerne ersetzen und modernisieren, ne? Weil wir da ja auch eine neue Variante haben. Aber da will ich jetzt gerne mal probieren, wie wir sehen, wie teuer uns das wird. Also wir brauchen auf jeden Fall wieder eine 42er Kapazität, würde ich sagen. Wobei wir jetzt schneller unterwegs sein werden mit der Borsig. Wir gucken mal, wie das funktioniert, wenn ich jetzt die Borsig hinzufüge. Ich glaube, ich muss den Zug irgendwie komplett löschen und das jetzt neu machen und die hinzufügen. Ne? So, jetzt sind wir bei der 40er Kapazität. Das dürfte hier reichen. Und wir wissen, schaut mal, es würde 1,5 kosten, es kostet aber nur 1,37. Die Differenz ist quasi der Restwert, den wir erstatten bekommen. Ja, okay. Also 1,4 brauchen wir, 500.000 haben wir in gewisser Weise. Das wäre eigentlich dann doch die nächste Großinvestition, dass wir dort etwas besseren, schnelleren Passagierverkehr haben. Währenddessen checken wir jetzt nochmal weiterhin diese Linien, die jetzt langsam auch wieder mehr Umsatz machen. So, wo sah ich jetzt nochmal Linie verwalten? Nee. Achso, nee, das war Fahrzeuge verwalten. Zustand bleibt tatsächlich interessanterweise sehr gut. Frag mich, wie lange der bleibt. Das kommt durch die gute Wartung. Ja, warum sollte ich sie jetzt austauschen, wo wir doch einmal die gute Wartung gemacht haben? Auch ein bisschen merkwürdig, ne? Kommt mir ein bisschen cheesy vor, wenn man quasi einmal für eine kurze Zeit die Wartung hochschraubt und dann hat man erstmal wieder ein paar Jahre Ruhe. Kommt mir irgendwie komisch vor. So, aber ich wollte hier auf diese Strecke wollte ich noch weitere setzen, damit wir da ein bisschen was abbauen. Nehmen wir mal 4 weitere, die wir jetzt hier klonen. Weil das ist ja nicht mehr schön anzusehen. Ich weiß gar nicht, wie man das lösen sollte. Jetzt haben wir 6034. Na gut. Hoffen wir mal, dass das so funktioniert, seinen Gang geht. Die Brotlinie. Man weiß nicht, ob das nur so ein Zwischenmoment ist. Hier waren wir zweimal deutlich in der Gewinnmarge. Hier zweimal eher Verluste gemacht.
nicht sicher, womit das zusammenhängt. Funktioniert die Produktion hier hinten? Das ist ja auch nochmal wichtig. 82, ja, die funktioniert jetzt. Wir sind jetzt auf 62 hochgegangen. Die Brotlinie hat eine Rate von 59. Das korrespondiert jetzt gut. Also das sollte kein Problem eigentlich darstellen. Okay, das heißt, wenn die Modernisierung des Personenverkehrs jetzt ansteht, müssen wir ein bisschen Geduld haben. Und jetzt haben wir gutes Geld. Jetzt sind wir eigentlich schon soweit, ne? Wir können uns die wieder leihen, haben 1,45 und können jetzt den Ersatz hier auf die Strecke bringen, der jetzt gerade 37 Leute hat. Das wird okay sein. Also, aber nicht Ersatz, sondern ändern. Ersatz heißt, glaube ich, gleichwertig. Das heißt, wir nehmen das raus, bohr sich rein. 1, 2, 3, 4... Dabei lassen wir es erstmal. 40 Kapazität, 37 drin, das passt also auf jeden Fall. Und damit haben wir jetzt diesen neuen Zug. Wir sehen auch die neuen Waggons. Zum ersten Mal im Einsatz. Wo jetzt gemütlich 8 Leute reinpassen. Und wir hier relativ schnell auch auf die 45 km/h kommen. Ja, das wird jetzt natürlich diese Strecke nicht unbedingt rentabler machen. Die schwächelt auch ein bisschen, muss man sagen. Ne, mit 68.000 im Moment ist das jetzt auch nicht so doll. Also die Steinlinie ist da sehr solide. Die Brotlinie, das schwankt immer, je nachdem, was gerade ankommt, klar. Aber gut, sie macht Plus, jetzt wollen wir mal nicht meckern. Wir verfolgen hier nochmal kurz. Immer interessant zu sehen, wie viel in Steinbahn, in Steinheim einsteigen. Ja, und es werden weniger, ne? Es sind nur 33. Spannend. Also ich bin mir nicht sicher, warum eigentlich. Uns mal hier die Linien noch mal an. Hier hinten wohnen noch ein paar. Ja gut, die jetzt hier wohnen, die haben es vielleicht ein bisschen schwer zum Bahnhof zu kommen. Ist halt die Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob man nur so eine Art Zubringer-Bahnhofsverkehr machen sollte. Ansonsten könnte man sich natürlich überlegen, das ist ein Geschäftsgebäude. Den man hier gut mit angeschlossen, glaube ich, wenn man das hier nimmt. Das ist alles gut mit angeschlossen. Ob es helfen würde, hier noch eine Linie rüber zu machen, habe ich so meine Zweifel. Ja, Eisenbahngleise haben verschiedene Geschwindigkeitslimits. Eine Nähe zeigt die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Danke für den Hinweis. Fahrzeuge im schlechten Zustand. Richtig. Richtig, richtig. Das werden wir auf jeden Fall in Steinheim auch ersetzen. Wir können uns mal anschauen, ob hier es ein Problem für Hochdorn ist. Wenn wir das machen. Ich glaube aber nicht, ne? Ne. Da doch, Emission hat schon minus 10%. Könnte aber auch von der Bahn kommen. Weil das betrifft ja den Ort selbst eigentlich nicht hier hinten. Naja. Kommt durch die Bahn wahrscheinlich. Die Wohnhäuser sind betroffen. Zu nah dran. Aber mit der Zeit werden die Züge, aber ich weiß gar nicht, das wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern, ehe die Züge dann deutlich leiser werden. Wahrscheinlich spätestens mit der Elektrifizierung oder so. Jetzt sehe ich aber hier wieder einige stehen. 42. Interessant. Dass das so changiert. Spannend. Bin mir nicht sicher, womit das zusammenhängt. Aber jetzt ist tatsächlich
der Zug voll. Das ist doch schön. 6 stehen sogar da noch. Prima. Wie hat sich diese Lage hier... Die Lage hat sich auch ein bisschen entspannt. Nur noch 45 auf der einen Seite. Das war auch schon mal schlimmer. Das heißt, wir sind hier wieder im sehr guten Bereich. Das heißt, die Stadt ist wieder ein bisschen gewachsen, weil wir das kompensiert haben. Nur die Emissionen kriegen wir nicht kompensiert. Aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit nicht zu vermeiden. Habe ich den Eindruck. Gut. Okay, wir... Also eigentlich wollte ich jetzt die nächsten Investitionen tätigen, indem ich die Fuhrwerke ersetze durch modernere. Aber da hatten wir zuletzt gesehen, dass das gar nicht so sinnvoll erscheint. Wir sind auf jeden Fall hier zurück. Oh ja, tatsächlich. Hat sich gelohnt, hier mehr Fahrzeuge raufzubringen. Gewinn hat sich dadurch auch gesteigert. Der Zustand ist immer noch sehr gut. Immer noch bei 91%. Verrückt. Kommt mir echt wie ein Exploit vor. So, worüber ich jetzt nachdenke, ist tatsächlich noch ein anderer Punkt. Nämlich die Tatsache, dass wir ja bei den, schaut mal, beim Baumaterial 114, 120, 140. Ja, okay, das ist schon ganz gut. Wenn wir aber tatsächlich Ziegel nach Hochdorn mal irgendwann bringen werden, dann glaube ich, reicht das nicht mehr. Dann müsste ein viertes Schiff her. Scheint mir unvermeidbar zu sein. Aber die Frage, sind wir eigentlich infrastrukturell schon so aufgestellt, dass wir das, den nächsten Schritt jetzt eigentlich gehen können? Wir haben hier die Doppelgleisigkeit, wir haben hier zwei Plattformen, aber das haben wir hier auf der Seite nicht. Das heißt, das wäre das Nächste. Und hier ärgere ich mich gerade ein bisschen. Erstens, dass diese Einfamilienhäuser sich hier hingepackt haben, was es schwerer macht, diesen Bahnhof auszubauen. Aber zum Zweiten ärgere ich mich ein bisschen über die Tatsache, dass ich den eigentlich falsch schon platziert habe, weil wir brauchen jetzt wieder eine neue Plattform und eigentlich ein neues Gleis. Und Gleis passt vielleicht noch hin, aber Plattform nicht. Außer wir bringen, machen die Straße dort kaputt. Ja, pass mal auf, die ist ja auch eh, diese komische Doppelstraße ist ja auch eh irgendwie sinnlos. Oh nein, jetzt habe ich ein Haus abgerissen. 25.000. Ja, okay. Wundert mich eigentlich, dass das mit der Straße irgendwie verknüpft war. Also lasst uns das hier konfigurieren. Wir wollen hier neue Gleise ran schließen und dementsprechend auch eine neue Plattform. Für diese Ziegelaktion. So, jetzt kommt erstmal wieder schönes Geld rein. So, hier machen wir das Doppelgleis. Das heißt, ei, hier muss schon wieder die Weichensituation komplett geändert werden. Na gut. Dann warten wir das mal ab, bis der Zug vorbei ist. Pausieren das und machen das nochmal neu. Das Ganze, beziehungsweise wir müssen auf jeden Fall hier links rein mit der Spur. So, ich mache mal Pause. Dann würde ich sagen, ja, hier machen wir das kaputt. Das Signal wird mit entfernt. Vielleicht geht der Rest so, das werden wir sehen. Aber wir wollen eigentlich ein bisschen großzügiger reingehen. Machen wir das Signal auch nochmal kaputt. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Oder nehmen wir da vorne die Weiche jetzt noch wieder raus. An sich ist sie jetzt ganz gut positioniert, ne? So wo sie ist. Ja, die kann da bleiben. Machen wir es so. Dann gehen wir hier mit dem zweiten Gleis entlang. Hier rein.
Wobei, hier stimmt irgendwas nicht. Da habe ich wohl einen Fehler gemacht gerade. Ziehen wir das mal von hier. So. Passt. Okay, und die Weiche kann tatsächlich so bleiben, ne? Wenn du von hier kommst, kannst du rechts fahren. Hier kannst du, ja. Ja, das kann tatsächlich so bleiben. Sehr schön. Gut, dann brauchen wir noch wieder ein Signal. Ich denke, eins hier. Ausfahrtssignal braucht man, glaube ich, nicht. Wir brauchen natürlich hier ein Signal. Und das Signal haben wir noch. Das müsste, glaube ich, hier nach dem System reichen. Gut. Perfekt. Halt, wir sind noch nicht fertig. Wir brauchen hier ja wieder noch unsere Weiche. Die habe ich vergessen. Ziehen wir sie großzügig rüber. Das verstehe ich auch immer nicht, warum das manchmal klappt und manchmal nicht. Okay, so klappt es. Das war nicht ganz gleichmäßig, aber egal. Das sieht irgendwie doof aus. Kommt das wegen der leichten Kurve? Mysteriös. Ja gut, dann ist es halt so. Sind wir hier. Aber das würde mich jetzt mal interessieren, wenn ich die andere jetzt weglösche und auch verlängere, ob das dann funktionieren würde? Oder ob es einfach an dieser Kurvigkeit liegt? Oh Gott, was habe ich jetzt getan? Kann man jetzt die Weichen nicht... Boah. Okay, das ist irgendwie hakelig. Das ist irgendwie hakelig. So, jetzt muss ich erstmal hier geradeaus wieder rangehen. Und jetzt war die Frage, jetzt habe ich sie länger gezogen. Hier ist eben der Start. Das klappt auch wieder nicht. Ja gut. Ist nicht ganz gerade, aber das hängt mit der Kurve zusammen. Ich kann mich da entfernt dran erinnern, dass das schon immer ein Thema war bei Transport Fever. Na gut, dann ist es so. Ich kann damit leben. So, also das wäre jetzt erstmal die Gleisvoraussetzung für das, was wir davor haben. Jetzt brauchen wir zwei Linien. Und zwar... Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Also wir könnten jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne? Was, hier sind jetzt auch Wohnhäuser? Die haben sich hier im Industriegebiet zwischendrin angesiedelt. Oh nee, echt. Naja, wir müssen auf jeden Fall hier hinten auch nochmal... auch nochmal Ziegel hinbringen, eigentlich. So. Wenn wir das... zum Beispiel hier tun, ist der ganze hintere Bereich mit abgedeckt. Das wäre kein Problem. Und jetzt ist meine Überlegung, wir müssen aber auch Ziegel hier hinbringen. Hier lagern. Da könnten wir wahrscheinlich hier die Plattform auch direkt nochmal erweitern. So, da müssen Ziegel gelagert werden, weil die ja dann abgeholt werden sollen. Und jetzt ist die Frage, kann man quasi auf dem Weg dorthin Ziegel auch hier verkaufen und den Rest dorthin bringen? Oder ist das Quatsch? Wahrscheinlich ist es Quatsch. Das bringt, glaube ich, alles durcheinander. Ist irgendwie eine unklare Route und sowas alles. Ich glaube, das sollten wir sein lassen. Das heißt, wenn, dann würde ich jetzt drei Routen einrichten. Also einmal neue Linie hier. Nur hierhin, um die Ziegel da zu transportieren. Dann neue Linie hierhin und dahin und dann eine neue Linie hierhin und da hinten hin. Hier brauchen wir das noch nicht verteilen.
weil das alles im Bereich schon direkt verteilt werden kann. Ja, und er macht das auch sehr schön automatisch aufs andere Gleis. Das ist ja wunderbar. Hat er das hier auch so gemacht? Ja, hervorragend. Das sieht man gerne. Prima. So, über Otterbach Ölquelle auf der anderen Seite. Aha. Naja, da drüben ist ja sowieso viel Öl. Das interessiert uns jetzt nicht. So, was ist jetzt das Nächste? Wahrscheinlich wäre das Erste, einfach mal hier so eine kleine rote Ziegel dorthin zu bringen. Dann müsste nämlich begonnen werden, hier Ziegel zu lagern. Hat er automatisch jetzt eigentlich die Routen auf die zwei Terminals verteilt? Hat er gemacht, das ist auch gut. Prima, ich nehme jetzt mal zwei Pferdefuhrwerke und pack die auf die grüne Route. So, jetzt sind natürlich noch keine Ziegel da, aber es müsste beginnen. Ich habe ein bisschen Angst, dass da jetzt irgendwie groß das System durcheinander kommt. Und wir hatten aber auch gesagt, wir brauchen dann ein Schiff mehr, glaube ich. Und 1941, wenn wir da noch hinten liefern, ja, ich würde sagen, wir brauchen ein Schiff mehr. Das heißt, wir gehen hier und spiegeln das Ganze. Auch schon im schlechten Zustand, aber das macht nichts. So, da kommt das vierte raus. So, und jetzt bin ich gespannt. Wird hier was reingepackt? Noch nicht. Habe ich irgendwas möglicherweise missverstanden? Wir gucken mal. Abnehmer. Ja gut, Steinheim allgemein. Das wird da nicht angezeigt. Es kann natürlich sein, dass irgendwie alles hier direkt geschluckt wird und wir wirklich hier einen echten Überschuss hinbringen müssen, der dann erst hier landet. Also die Linie läuft eigentlich schon, ne? Der Bedarf müsste eigentlich da sein. Ja, müssen wir abwarten, was das nächste Schiff macht, wenn es hier 65 bringt. Und es stellt sich auch langsam die Frage, ob das mit dem Warten eine gute Sache ist. Ich würde, glaube ich, das mal probieren zu verändern. Vielleicht die nächste gewagte Geschichte, indem wir sagen, Hafen unter Steinheim, bitte lade, wenn vorhanden. Und dann wird es jetzt der Fall sein, dass das nächste Boot zwar hier einmal leer wegfährt, genau dieses hier, was jetzt Pech ist. Wobei ich erstaunt bin, ah ne, 47, da ist ein bisschen was reingeflossen. Aber wir werden dann eine Situation bekommen, wo dann genug hier geliefert wird, dass dann eigentlich auch immer genug liegt, sodass keine Pausen mehr nötig sind, wenn ich das richtig jetzt einschätze. So, und ich sehe hier, wir haben Ziegel, das funktioniert also. Ja, hervorragend, sehr schön. Hast du da auch schon welches drauf? Ja, super. Okay, das ist ja schön zu sehen. Das heißt, wir müssen dann hier auch eine leicht bessere Versorgung irgendwann zu sehen bekommen. Mhm. Steine sind da, es wird produziert. Er fährt jetzt erstmal mit 30 los. Das ist alles jetzt noch nicht super effizient, aber das wird, glaube ich, sich jetzt einpendeln. Die nächsten 70 kommen. Ja, er fährt mit wie viel los? 20? 22? 23. So, jetzt haben wir sehr, sehr, sehr viel im Lager. Und das heißt, wenn das nächste Schiff kommt, dann wird hier mit Sicherheit 70 liegen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dann haben wir den Flow.
den Stein- und Ziegel-Flow, den wir hier erreichen wollen. Naja, wir sind jetzt schon bei 30, das passt. Jetzt kann er konstant durchproduzieren. So, hier wird, glaube ich, dann einfach je nach Bedarf hingeschmissen, beziehungsweise jetzt kam ja nicht viel. Okay. Und das nächste, was wir machen müssen, wir müssen jetzt anfangen, Ziegel hierhin zu transportieren und dann gleichzeitig in gewisser Weise diese andere Linie zu starten. Hier ist noch ein Thema, schaut mal, hier ist noch ein Thema, dass er nicht rechts rüber fährt. Das ist noch was, was mir nicht gefällt. Ja. Das könnte man, glaube ich, hier mit dem Signal ihm anzeigen lassen. Ja, jetzt ist es korrekt. So wollen wir das haben. Perfekt. Gut, hier sammeln sich auch die Ziegel vermehrt an. Schöne Sache. Das funktioniert also. Wir haben hier 5 Millionen. Okay. Die Frage ist, wie viel benötigen wir jetzt für diesen Zug? Wie lang soll der sein? Ich denke, am Ende, was haben wir? Es ist ja ungefähr die gleiche Rate, die wir hier, also die halbierte gleiche Rate, wie hier. Wir haben Brotstein am 62. Das heißt, mit 10 Waggons 31er Rate so ungefähr. Wir brauchen hier im Moment 20. Insofern würde ich erstmal nur 6 Waggons nehmen. Das müsste für die Erstversorgung genügen. So, das wiederum bedeutet, wir können jetzt einfach mal checken, was brauchen wir, wie viel Geld brauchen wir, um das zu finanzieren. Borsig und die offenen, nee, die Rungenwagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hat ja die gleiche Kapazität wie das Ding, ne? Ja. 1 Million. Das ist ja überschaubar. Ich würde sagen, das kaufen wir dann direkt und setzen auf die, das auf die Linie 3. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil der fährt jetzt erstmal bis ganz nach hinten. Wir müssen aber vorher auch hier diese andere Linie jetzt noch bestücken. Mit Pferdewagen. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir benötigen. Ich nehme erstmal 4. Und die kommen jetzt alle auf die gelbe Linie. Und da muss jetzt natürlich ausreichend Ziegel dann auch langsam rüber geschafft werden. Mal sehen, ob er jetzt gleich im ersten Schwung das schon macht. Aufs Terminal der Linie 2. Nee, so schnell ist er noch nicht. Linie 1 kriegt alles. Okay. Ja. Linie 2 ist hier aber auch eingerichtet. Also theoretisch müsste es gehen. Ich glaube, wir müssen hier wieder ein bisschen Geduld haben. Ehe das dann hier durchstartet. Man könnte vielleicht auch das beides über den Terminal 1 laufen lassen. Ich weiß nicht, ob er dann irgendwie, ob er sich davon dann auch mitbedienen würde, ob der durcheinander kommt. Das können wir, glaube ich, können wir das konfigurieren? Können wir das bestimmen? Irgendwo ging das, glaube ich. Wir gucken mal. Ah ja, schaut mal hier, Terminal 1. Ich mache das einfach mal. Was passiert, wenn wir beide auf Terminal 1 laufen lassen? Würden die sich das mitholen von der gelben Linie? Effizient ist es nicht, weil sie sich da eigentlich so ein bisschen im Wege stehen, aber interessieren tut es mich schon. Ah, jetzt hat er es. Ah! Okay, stopp. Das ist quasi, wird hier den Linien zugeordnet. Das ist egal, auf welchen Terminal das ist. Na dann ändern wir das wieder. Und wir sehen, sie kriegen das auf jeden Fall. Es passiert was.
Aber Linie 1 wird bevorzugt. Das könnte jetzt so ein bisschen gerade jetzt so ein ineffizientes System gerade werden. Das gefällt mir im Moment noch nicht. Aber muss ich vielleicht auch erstmal eingrooven. Könnte auch sein, dass die vier Schiffe ein bisschen too much sind. Aber Gewinn der Linie ist enorm. Ich wundere bloß, dass so viel für die Linie 1 hier hingeschmissen wird. Kann man sich vorstellen, dass das wirklich nötig ist. Wir sind hier schon bei 139 von 147. Fast. Oh, schaut mal, jetzt haben wir Vollversorgung hier. Plus 80%. Er müsste auch mal was für die Linie 2 übrig lassen. Er kommt jetzt mit 70 hier an. Ja, jetzt sind immerhin schon 7 da. Okay, es könnte sein, dass das sich jetzt so eingrooft. Aber richtig effizient ist das natürlich noch nicht. So, ich fürchte, jetzt kommt er zurück. Und will die Ziege holen. Und er hat noch nichts. Doch, ein bisschen was ist hier schon angekommen. 1. Ja, nee, da müssen wir mal kurz... Da müssen wir ihn schon nochmal stoppen. Jetzt nochmal sinnlos hin und her fahren. Das wollen wir jetzt auch nicht. Wartet mal, wo war das gleich nochmal? Fahrzeug verwalten? Nee, ich will eigentlich die Linie verwalten. Genau. Dann machen wir mal Vollladen der Fracht. Und die Frage ist, machen wir jetzt mal maximale Wartezeit erstmal. Das muss hier erstmal richtig funktionieren. So, schauen wir. Der kommt mit 70, das ist gut. Hier liegen 51. Okay, also einer fährt immer nur so halb voll. Das ist sozusagen jetzt eine... Und der ist auch nicht ganz voll. Also hier haben wir eine minimale Ineffizienz jetzt drin. Durch das vierte Schiff. Aber ich glaube, das ist okay. Damit können wir leben. So, Ziege sind hier wieder zukommen. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Linie 1 doch irgendwie noch ein bisschen besser bedienen müssen. Scheinbar ist der Bedarf da. Wir werden das einfach nochmal klonen und hier 4 raufbringen. Hier liegt ja so viel, das ist ja der Wahnsinn. Wir sind schon am Maximum dort. Merkwürdig. Weil normalerweise müsste er ja den Direktverkauf weiterhin tun, ne? Also das ist ja quasi nur der On-Top-Verkauf hier in der Ecke. Vielleicht kommt er da irgendwie ein bisschen mit durcheinander. So, der Zug ist immerhin schon ein Drittel gefüllt. Besser als nichts. Es passiert also was. Und das nächste Schiff ist da. Und damit auch die nächsten für die Linie 2. Ja, okay, gut, alles klar. So langsam läuft es. Wenn er dann einmal rübergefahren ist, ja. Dann wartet hoffentlich, wenn er wiederkommt, warten dann hoffentlich ausreichend Ziegel da auf ihn. So, und interessanterweise, Brot reicht auch nicht mehr ansatzweise. Spannend. Müsste man noch einen dritten Zug fahren lassen oder gibt es hier Produktionsprobleme? Nö, die läuft gut. Das scheint nicht das Problem zu sein. Wahnsinn, ist die Frage. Expandiert man jetzt wirklich weiter oder versucht man Steinheim immer noch optimierter zu versorgen? Spannender Punkt. In jedem Fall, wisst ihr was, wir zahlen mal kurz wieder ein bisschen was zurück, weil ich im Moment noch nicht den Masterplan habe, wie es weitergehen soll. Aber in jedem Fall verdienen wir gutes Geld.
Im Grundsatz läuft das alles. Die Linie macht natürlich jetzt als einzige Minus diese neue Ziegellinie. Aber ich bin ganz gut der Dinge, dass sich das auch eingerufen wird. Zumal jetzt hier konstant auch Ziegelnachschub hier hinkommt. Und wir das hier sicherstellen können. Es wäre natürlich auch denkbar, hier einen zweiten Hafen hinzubauen und eine Linie nur einzurichten, um dort hinzufahren und quasi das mit zu versorgen. Aber ja, zweiter Hafen heißt auch wieder Unterhaltskosten. Ich habe übrigens jetzt gefunden, wo man den Unterhalt hier sieht. Wir sehen Stadthafen 24.000. Das ist gar nicht ohne. Das ist quasi der teuerste Unterhalt. Muss man jetzt auch nicht unbedingt haben. Schiff 2, Zustand sehr schlecht. Ja. Aber die Emission durch die Schiffe spielt, glaube ich, hier keine riesige Rolle. In dem Bereich haben wir kaum Wohnhäuser. Zum Glück. Und das dürfte dann eigentlich nicht wachstumsbeeinträchtigend sein. Okay, liebe Leute. Ja, dann endet, wie gesagt, diese Staffel. Ihr habt bestimmt wahnsinnig viele kluge Vorschläge. Ich lese alle Kommentare, habe aber jetzt die letzten Folgen auch gut vorproduziert, so dass ich erst dann in der nächsten Staffel auf diese eingehen kann. Schauen wir mal, wie ihr die Dinge so seht. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.